Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im vorliegenden Antrag fassen die Fraktionen von CDU und FDP in den ersten beiden Absätzen die Fakten zum Mix der Unternehmen, ihrer Größe, ihrer Bedeutung für die industrielle Wertschöpfung, für die Leitmärkte und die Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen weitgehend richtig zusammen. Also, sie fassen zusammen und sie beschreiben dort, was sie aus der Regierungszeit der rot-grünen Regierung übernommen haben. Und Herr Rehbaum, das ist eben nicht Deindustrialisierung gewesen, sondern das war eine kluge, innovative Industriepolitik. Meine Damen und Herren, heute nun, nachdem Sie in Oppositionszeiten immer den Standort NRW schlecht geredet haben, stellen Sie den Antrag, mit dem Sie diese Landesregierung auffordern, ein verbindliches industriepolitisches Leitbild zu entwickeln und dabei die Entwicklungsfähigkeit und Innovationskraft der Industrie in den Mittelpunkt des Leitbildes zu stellen, dafür den Dialog mit den relevanten Akteuren durchzuführen und für die Akzeptanz der Industrie zu werben. Es stellt sich die Frage, und es passt gleichzeitig ins Bild Ihrer bisherigen Regierungszeit, warum Sie eigentlich nach 6 Monaten, nach 206 Tagen, in denen Sie nichts anderes gemacht haben, als Oppositionsreden zu halten und Oppositionsanträge zu stellen, tatsächlich um die Ecke kommen und jetzt Gespräche von der Landesregierung fordern, um dann in der nächsten Zeit Konzepte zu entwickeln, von denen Sie in den letzten 5 Jahren behauptet haben, dass Sie sie haben und dass Sie in die Regierung wollen, um die endlich umzusetzen. Meine Damen und Herren, auch in weiten Teilen der Beschreibung ist der Antrag, wenn man das so schön sagen darf, dünne Suppe. Sie nennen auf Seite 2 im ersten Absatz 3 Schwerpunkte. Innovationspolitik und Innovationsdynamik. Aber Sie sagen nichts darüber, wie das ganz praktisch gemacht werden soll, wie die Landespolitik für mehr Innovationsdynamik der Unternehmen einstehen soll und wie sie sie fördern will. Sie fordern mehr Impulse, aber Sie nennen ein Mehr an Impulsen und die Ideen dazu nicht. Sie nennen Geschäftsmodelle für Herausforderungen der Globalisierung und Digitalisierung, aber Sie sagen eben nicht, ob Sie tatsächlich der Auffassung sind, dass unsere Industrie in Nordrhein-Westfalen die Aufgaben der Industrialisierung und die Herausforderungen nicht erkannt hat. Sie sagen Technologietransfer und Ausgründung. Da könnte die Landesregierung mit Vorschlägen kommen, und ich bin gespannt, was denn Ihre Vorschläge sind. In dem Antrag liest man sie nicht. Meine Damen und Herren, wenn das die industriepolitischen Schwerpunkte dieser Landesregierung sind, dann stelle ich Ihnen die Frage, was ist mit Fachkräftemangel, was ist mit der Zukunft der dualen Ausbildung, und wäre es nicht richtig, wenn Sie zuerst die Menschen in den Mittelpunkt stellen, bevor Sie den Eindruck erwecken, die Arbeit der Vorstände der Unternehmen bei Investitionen und Innovationen selber quasi übernehmen zu wollen? Warum ist bei Ihnen der 4. Punkt beispielsweise nicht, Industriebeschäftigte in den Mittelpunkt zu stellen und sich um die Frage zu kümmern, was ist die Zukunft der Industriebeschäftigten und wie können wir ihnen die Arbeit der Zukunft erleichtern? Aber Sie sprechen auch von der Qualität der Verkehrsnetze, obwohl Ihr Verkehrsminister nach den großartigen Reden in der Opposition am ersten Tag seiner Regierungszeit verkündet hat, er sei sich keinesfalls sicher, dass am Ende der 5 Jahre Amtszeit weniger Staus stünden als am Anfang. Sie reden von Breitbandausbau, obwohl Sie keineswegs mehr getan haben im Breitbandausbau, als jetzt die Förderbescheide aus den Förderprogrammen Ihrer Vorgänger zu verteilen. Und Sie kündigen einen engagierten Dialogprozess mit Arbeitgebern, Gewerkschaften und Kammern an. Und die Frage stellt sich, beziehen Sie eigentlich auch das Handwerk, die Fachverbände und die Wissenschaft mit ein? Sie wollen EU-Vorschriften 1:1 umsetzen, und es ist Ihnen offensichtlich immer noch nicht aufgefallen, dass Umsetzungen durchaus auch länderspezifisch Sinn machen können, weil 1:1 Umsetzungen eben auch mehr Bürokratie als nötig bedeuten können. Meine Damen und Herren, wenn Sie für die Industrie was tun wollen, dann sollten Sie inzwischen von dem Vorlesungsstil Ihres Wirtschaftsministers Abstand nehmen, in die konkrete Arbeit eintreten und sich tatsächlich auch um Industriepolitik, wie zum Beispiel beim Stahl, kümmern. Dann hätten Sie was getan. So muss ich sagen, Thema verfehlt. Schönen Dank.